Ich bin geboren, meine Damen und Herren, am 5. Januar 1876. Darf ich fragen, ob ein älteres Mitglied, Herr oder Dame? Ich stelle fest, ganz offenbar, meine Damen und Herren, dass ich einzig bin. Diese Generation ist in die Politik gegangen, nicht um eine politische Karriere zu machen, sondern die sind in die Politik gegangen, um zu verhindern, dass all das Schreckliche der Nazizeit und des Krieges sich jemals wiederholen könnte. Das war deren Antriebskraft. Konrad Adenauer, der größte Deutsche seit Bismarck, nach Umfragen. Ein Mann, der Rosen liebte, mehr als Menschen. Kanzler erst mit 73. Konrad Adenauer war damals überhaupt nicht unser Mann. Wir standen auf Jakob Kaiser und Karl Arnold. Der Alte war viel zu alt. Das war eine völlig andere Generation. Dass der noch mal Kanzler wird, das war überhaupt nicht in unserer Vorstellungswelt. Kein Bundeskanzler nach ihm hatte so viel Macht wie er. Keiner war so einsam. Ein deutscher Patriarch. Das war damals wahrscheinlich der Gesellschaft gemäße Form. Die war autoritärer vor der 68er-Bewegung, als sie es heute ist. Und insofern glaube ich, dass er eine angemessene Form in dieser Phase des Aufbaus nach dem Krieg und nach dem Zusammenbruch des Faschismus gefunden hat. Er war schon richtig für Deutschland damals, glaube ich. Das heilige Köln nach dem Krieg. Die Vaterstadt in Trümmern. Adenauer wird von den Amerikanern als Bürgermeister wieder eingesetzt. Die Briten entlassen ihn. Es ist die schwerste Zeit in seinem Leben. Zu Hause in Rhöndorf liegt seine Frau Gussi im Sterben. Adenauer wird zum zweiten Mal Witwe, wie schon 1916. Die Folge: tiefe Depression. Da hat er sehr drunter gelitten und wir hatten alle damals, einschließlich der Politiker, der Auffassung, das übersteht er jetzt politisch nicht mehr. Er wird durch die Tatsache des Todes seiner zweiten Frau auch innerlich so gebrochen sein, dass er nicht mehr in der Lage sein wird, überhaupt politisch noch tätig werden zu können. Doch der Witwe übersteht den Schmerz. Sein Pflichtgefühl ist Lebenselixier. Junger Mann hatte er Zucker. Und zwar in einer Zeit, als es noch nicht Insulin gab. Und er hat dann einen Finger in den Hals gesteckt, wenn er was essen musste, als stellvertretender Bürgermeister. Keiner durfte wissen, dass er gesundheitlich angeknackst war. Und hat mir erzählt, dann wäre er bei frühestmöglicher Gelegenheit in eine Toilette gegangen, hat ein Glas warmes Wasser getrunken, Finger in den Hals gesteckt und alles wieder erbrochen, was er gegessen hatte. Das verlangte unheimlich viel Selbstdisziplin. Als Bürgermeister lernt der Zuckerkranke alle Tricks und Schliche des Regierens. Zwischen preußischer Verwaltung und kölschem Klüngel. Doch erst nach der Katastrophe schlägt die große Stunde. Herbst 1949. Erster Kanzler eines halben Landes. Mit nur einer Stimme Mehrheit. Aber schon viel Selbstvertrauen. Er kam raus. Ich stellte mich ihm mit dem Mikrofon weg, war alles live. Und fragte ihn, wie kommen Sie sich denn vor, mit einer Stimme Mehrheit, noch dazu mit Ihrer eigenen. Und er guckte mich von oben bis unten an und sagte dann nach etwa einer Minute, das ist ja eine endlos lange Zeit bei einer Live-Sendung,
Wissen Sie was, junger Mann, gewählt ist gewählt und damit war das Interview zu Ende. Typisch Adenauer. Wie sein Antrittsbesuch bei den Hohen Kommissaren auf dem Petersberg bei Bonn. Der Kanzler tritt auf den Teppich, der eigentlich nur Siegern vorbehalten ist. Ein Erfolgsrezept. Meine Herren, der gute Politiker, der muss nicht nur vieles wissen, er muss nicht nur realistisch denken, er muss überlegen können, aber er muss auch Mut haben. Und die Weltgeschichte auf seiner Seite. Als der Kalte Krieg in Korea heiß wird, hat Adenauer schon die Aufstellung deutscher Truppen angeboten. Er will im Westen Partner werden. Feldzug im Bundestag. Ich glaube, für mich beanspruchen zu können, dass ich, so wie nur irgendeiner hier im Hause, ein Gegner des Krieges bin. Aber, meine Damen und Herren, man muss doch die Welt realistisch sehen. Es ist die Schicksalsfrage Deutschlands. Wir stehen vor der Wahl zwischen Sklaverei und Freiheit. Wir wählen die Freiheit. Einfache Formeln, die nicht alle glauben wollen. Die Wiederbewaffnung, nur 5 Jahre nach dem Krieg, ruft tiefe Ängste wach. Die erste Friedensbewegung ohne mich. Fast zerreißt der Streit die junge Republik. Aber die Auseinandersetzung war nicht unbedingt in ihren äußeren Formen, aber inhaltlich das Härteste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Der Kanzler zeigt sich unbeirrt. Was kümmern ihn Proteste auf der Straße oder der Spott der Karikaturisten? Er selbst war nie Soldat und soll jetzt Kriegstreiber sein? Doch was wird aus der deutschen Einheit? Längst fliehen Menschen aus dem Osten in den Westen. Adenauer sieht das als Bestätigung. Doch ist er auch der Kanzler derer, die drüben bleiben? Herr Dr. Adenauer war wohl sehr gerne bereit, das Kernland sozialdemokratischer Wählerstimmen in Ostdeutschland in den Händen der Russen zu sehen. Was er wollte in Westdeutschland, war natürlich ein Rheinstaat mit gut katholisch beherrschter Politik. Berlin sei eine heidnische Stadt, so hat er mal gesagt. Doch ist er deshalb schon ein rheinischer Separatist? Ich habe ihn oft getroffen und sicher, er kam aus dem Rheinland und ich denke, er hätte wohl nicht gerade Urlaub gemacht in Berlin. Aber der einzige Weg, Deutschland wieder zu vereinigen, war, zuerst das Vertrauen des Westens zu gewinnen. Wenn Deutschland es auf eigene Faust versucht hätte, dann wäre es wohl für immer geteilt geblieben. Viele Deutsche sehen das noch anders. Ihnen tut der Kanzler viel zu wenig, um die Teilung zu beenden. Sein Westkurs weckt die nationale Emotion. Stalin gießt noch Öl ins Feuer. Sein Angebot, freie Wahlen für Gesamtdeutschland, dafür Neutralität, keine Westbindung. Auch Stalin hatte erkannt, wer Deutschland beherrscht, der beherrscht Europa. Das war ganz klar der Grundgedanke des Angebots. Und insofern war es natürlich ernst gemeint. Für den Kanzler unannehmbar. Sein Deutschland muss zum Westen gehören. Erst Freiheit, dann Einheit. Der richtige Weg? Ich glaube schon, dass seine Grundposition richtig war. Es hat sich ja erwiesen, dass ganz am Ende, wenn wir an dem Gedanken der Einheit festhalten, wir die Einheit bekommen werden. Dafür braucht man langen Atem. Aber hatte er die Wahl? Angenommen, Adenauer hätte die Wiedervereinigung um jeden Preis gewollt, ohne Rücksicht darauf, was er hätte dafür opfern müssen. Er wäre gar nicht in der Lage gewesen, das durchzusetzen. Denn Deutschland war ja noch ein besetztes Land. Zu Besuch bei der Besatzungsmacht, die nach und nach zum Partner wird. In der Heimat werden solche Bilder stolz gezeigt. Es heißt, wir sind wieder wer.
8 Jahre vorher hatte dieser Präsident als General die Kapitulation der Wehrmacht angenommen. Jetzt empfängt er seinen Lieblingsdeutschen. Der hat gerade Wahlkampf. Was für ein Zufall. Es wäre Weltpfand, wenn man annehmen würde, dass das bei den Amerikanern keine Rolle gespielt hätte. Natürlich hat es das, ne? Und natürlich wollten sie ihm auch helfen. Juni 1953, Aufstand in der DDR.